Gewalt im Kinderheim. Zwei Brüder berichten von schweren körperlichen und psychischen Misshandlungen durch Ordensschwestern in den 90er Jahren. Wir gehen den Vorwürfen nach. Guten Abend, herzlich willkommen zu einem Thema Spezial. Drei Brüder, 34, 35 und 37 Jahre alt, klagen an. Als Kinder werden sie von der Stadt Wien ihren Eltern wegen Vernachlässigung abgenommen und im sogenannten Edelhof in Niederösterreich untergebracht. Das Kinderheim in Rohrbach an der Gölsen wird damals vom Orden der Schwestern vom armen Kinde Jesus betrieben. Dort sollen die Buben von Ordensschwestern von 1991 bis 2001 schwer körperlich und psychisch misshandelt worden sein. Die Männer, die heute keiner Arbeit mehr nachgehen können, klagen über tiefschürfende Schäden und einschneidende Dauerfolgen für ihre Gesundheit. Sie fordern jetzt Schadenersatz vom Orden, von der Diözese St. Pölten und von der Stadt Wien. Alle beklagten Parteien streiten im laufenden Gerichtsverfahren die Vorwürfe ab. 2014 wurde das Kinderheim aus Rohrbach an der Gölsen abgesiedelt und das Gut verkauft. Die neuen Besitzerinnen haben uns erlaubt, dort zur Aufarbeitung der Geschichte zu filmen. Gemeinsam mit zwei der Brüder, Daniel und Reinhard, war ich noch einmal im Edelhof. Also für mich ist es mit dem Gefühl, man kommt nach Hause, weil man doch eine Zeit lang hier verbracht hat. Aber auf der anderen Seite ist es ein beklemmendes Gefühl. Irgendwie. Eigentlich sollte man das wertschätzen können, wenn man hier rauskommt. Ja? Die Natur, das schöne Gebäude, alles. Aber man kann es nicht genießen. Was für Gefühle kommen da hoch? Traurigkeit. Entschuldigung. Lauter Bettkästen sind hier gestanden, komplett finstere Möbel. Das war ein Schlafraum. Da, auf die Nacht ist man da oft rausgezahlt worden aus dem Bett und halt geschlagen worden oder was. Wenn man nicht ruhig im Bett liegen hat können oder was. Aber auch öfter daneben stehen müssen neben dem Bett. Das waren auch so Strafgeschichten oder was. Und ja. Sie waren da zwischen 3 und 10 Jahre alt, haben Sie viel Angst gehabt? Ja, schon, ja. Man weiß ja nicht, was als Kind mit dir passiert. Ne? Jetzt machst du was falsch und dann wirst du jedes Mal kaut, weil, ja, wegen Kleinigkeiten oder was. Ne? Ich habe ein paar Mal nur ein bisschen herumzappelt im Bett, dann hat es schon Kopfnüsse gegeben oder ja, mit der Bürste oder was das war. Ne? Für mich war das schrecklich. Für mich war das echt schrecklich. Also wenn ich mich jetzt daran erinnere, ich habe ins Bett gemacht, weil ich bin bestraft worden und habe ins Bett gemacht und bin wieder bestraft worden. Also das war ja, also, wie soll ich sagen, das hat nie aufgehört, das Ganze. Ja. Und dann ist man am nächsten Tag in den großen Raum gestellt worden. Es ist das Leintuch über den Kopf gezogen worden, das nasse Leintuch am Vormittag. Während man hat im Raum stehen müssen. Mhm.
Wir haben da Hausaufgaben gemacht, Gameboy gespielt, Lego gespielt. Hier haben wir auch Weihnachten gefeiert. Also da ist dann da immer der Baum gestanden, also der Christbaum. Und ja, kann mich auch erinnern, eben da habe ich öfters in Daniel stehen sehen mit dem angemachten Leintuch. Die Kinder, die da von draußen reinkommen sind, wurden sogar noch aufgefordert, eben von der Schwester Api oder von der Tante Seraphin, man möge ihm da halt eben auf ihm zeigen und ihm ordentlich auslachen. Ne? Also dass man halt noch... Weil er in der Nacht ins Bett gemacht hat. Und da das ja nicht, offenbar nicht Demütigung genug war für die Schwestern, ne, hat man halt noch die Kinder aufgefordert, ja, sie sollen ihm halt auslachen. Ist mir genauso passiert, ja, also nicht nur ihm. Ne. Sie klagen die Stadt Wien, die Diözese und auch den Orden. Was wollen Sie? Naja, wir wollen in erster Linie mal für das Leid, was uns angetan wurde, wollen wir in erster Linie einfach einmal ja, eine Entschädigung, würde ich es einmal so sagen, für 10 Jahre lang Schläge, Erniedrigung, Demütigung und ja, andere Dinge halt, ja. Deswegen klagen wir eigentlich. Diese ganzen Erniedrigungen und das alles, das versteht ja ein Kind so gar nicht, ja. Wenn du es jetzt einmal ins Bett gemacht hast oder was, dass man dann dafür gleich, weiß Gott, was kriegt, ne. Ja. Grüß Gott, hallo. Christine Kolbitsch vertritt Daniel, Reinhard und Alexander im laufenden Verfahren gegen die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus, gegen die Diözese St. Pölten und die Stadt Wien. Alexander wollte bei den Dreharbeiten nicht dabei sein. Seit über 30 Jahren vertritt Christine Kolbitsch Opfer von Missbrauch und Gewalt. Als die drei Männer ihr ihre Geschichte erzählen, zögert sie keine Sekunde. Sie will den Brüdern zu ihrem Recht verhelfen. Besonders schockiert haben mich die Schilderungen, dass sie als Kleinkinder bestraft worden sind, indem sie in einem Schweinestall, der dort angelagert war beim Edelhof, die Nacht verbringen mussten, dass sie mit sogenannten Saubürsten, Schweinsbürsten, mit denen man eigentlich Schweinen das Fell abreibt, misshandelt worden sind, dass sie, es ging immer um Bestrafungen, es ging immer um Sanktionen, die in einer wirklich menschenverachtenden und extrem demütigen Weise ausgeübt worden sind. Was fordern Sie? Ich habe für meine Mandanten mit der Klage einen Schmerzensgeldbetrag, einen Schadenersatzbetrag zwischen 130.000 und 280.000, also unterschiedlich je Betroffener, geltend gemacht. Ich denke trotzdem, dass es relativ bescheiden ist in Anbetracht dessen, was man ihnen angetan hat. Die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus ist für uns nicht erreichbar. In der Klagebeantwortung heißt es zu den Beschuldigungen: Es wird bestritten, dass der Kläger im Heim gequält wurde. Es wurde keinem Kind die nasse Unterhose oder das nasse Bettlaken über den Kopf gehängt. Gegenstände wie eine Saubürste gab es nicht. Die Kinder wurden nie in den Schweinestall gesperrt. Ein Schweinestall existierte auch nicht im Gebäude des Kinderheims. Die Schwestern waren stets um das Wohl der Kinder besorgt. Schweinestall verbinde ich halt ja, viele schlechte Erinnerungen halt. Ne? Da haben wir mich öfter eingesperrt. Zu den Schweinen? Ja, ja. Wenn man schlimm war oder ja, wenn man sich halt nicht benommen hat oder sowas, ist man halt da reingesperrt worden. Und da hat man halt gemeint, ja, das passt eh zu dir, da gehörst du eh hin. So auf die Art. Ne? So quasi, wer sich nicht benehmen kann, dem steht der Schweinestall dann auch gut. So auf die Art. Ne? Ja. Thank you.
Auch die Diözese St. Pölten möchte mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht Stellung nehmen. In der Klagebeantwortung weist sie jede Verantwortung von sich, mit dem Argument, dass der Orden autonom sei. Die Befugnis zum Einschreiten ist nur dann gegeben, wenn dem Diözesanbischof schwere Verstöße gegen kirchenrechtliche Normen bekannt werden. Das war nicht der Fall. Der Diözese St. Pölten ist daher jedenfalls keine Verletzung der Aufsichtspflicht vorzuwerfen. Einer der Einwendungen der Diözese gegen diese Klage war die Meinung, die drei Opfer müssten den Papst klagen. Nur, wir alle wissen, man kann den Papst nicht klagen, der Papst ist immun. Die Diözese weist nicht nur jede Verantwortung von sich, sondern sagt, sie sind gar nicht zuständig. Sie sind gar nicht als Beklagte zuständig dafür. Sind sie zuständig? Natürlich sind sie zuständig. Der Diözese mache ich, abgesehen von den rechtlichen Argumenten, quasi auch einen moralischen Vorwurf. Denn es handelt sich hier um ein katholisches Heim mit Ordensschwestern, wo eigentlich dieser christlich-soziale Grundgedanke die oberste Prämisse des Handelns sein müsste. Christlich-sozial allen Menschen gegenüber, aber insbesondere kleinen, wehrlosen Kindern gegenüber. Schon 2019 wenden sich die Brüder an die unabhängige Opferschutzkommission der katholischen Kirche. Die sogenannte Klasnik-Kommission. Nach gewissenhafter Prüfung aller Unterlagen, wie es heißt, erhalten die Brüder je 10.000 Euro und 40 Stunden Therapie. Weiters heißt es: Namens der katholischen Kirche wollen wir um Entschuldigung bitten, wissend, dass für das ihnen zugefügte Leid Worte der Entschuldigung niemals ausreichen können. Die Klasnik-Kommission wird 2010 ins Leben gerufen, als viele Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche ans Licht kommen. Die Opfer werden mit Geld von der Kirche entschädigt. Wir beginnen uns des Opferschutzes anzunehmen. Es wird hier sicher nichts unter den Teppich gekehrt. Die Therapien, die laufen ja jetzt, die sind ganz wichtig. Und dann letztlich auch die Frage der Entschuldigung, der Entschädigung. Und das ohne Rücksicht auf Verjährungsfristen. Wie werten Sie die Entschuldigung von der unabhängigen Opferschutzkommission? Als nichtig eigentlich, weil jetzt wird alles bestritten, stimme alles nicht, war nicht so. Und in dem Schrieb steht aber drin, sie haben allfällige Zeugen befragt. Und aufgrund dieser Befragung haben wir dann die 10.000 Euro bekommen. Und da hat es dann geheißen, ja, wir entschuldigen uns und wir wünschen Ihnen für das weitere Leben alles Gute. Ja. Und dann vor Gericht sagen sie halt, ja, stimmt alles nicht. Ne. Jetzt im Prozess, und das empört mich besonders, verantwortet sich die Diözese damit, ja, die Opferschutzkommission, die hat zwar in unserem Auftrag den Fall untersucht, aber die durften für uns keine Erklärungen abgeben. Und die Opferschutzkommission hat sich bei den Opfern entschuldigt, hat aber nicht dazu gesagt, liebe Opfer, das heißt nicht, dass die katholische Kirche den Schaden anerkannt hat. Für die Psychotherapeutin Elia Bragagna besteht kein Zweifel an der Entscheidung der unabhängigen Opferschutzkommission. Schließlich seien dort Expertinnen und Experten am Werk, die viel Erfahrung im Umgang mit Opfern von Gewalt hätten. Auch an sie selbst wenden sich seit vielen Jahren Betroffene, aber auch Menschen, die selbst Gewalt ausüben. Hier wurde mutmaßlich von Frauen Gewalt ausgeübt. Jetzt ist es ja ein Tabuthema eigentlich, weil natürlich Gewalt hauptsächlich auch von Männern ausgeübt wird. Gibt es einen Unterschied, wie Frauen Gewalt ausüben und wie Männer Gewalt ausüben? Auch die Frauen haben einen Kanal, nämlich die Macht über Kinder. Und das ist eine verantwortungsvolle Macht. Und ich denke mir, wenn ich nicht gefestigt bin, finde ich da den Kanal, nämlich es zu missbrauchen. Und die haben es eindeutig missbraucht. Und es ist so, wenn ich mir anschaue, das war ein Nonnenkloster, ja? Also Nonnen waren der Vorstand. Die hatten eigentlich sich unterworfen an Gesetze, die von Männern gegeben worden sind. Und sie haben nur die Gesetze befolgt, und zwar die Gesetze so befolgt in einer Perversion. Sie haben sie gedemütigt, diese Kinder, und haben aus Lust, also wenn man manchmal diese Schilderungen liest, die hatten Lust, die haben darauf geschaut, ob dieses Kind unruhig ist, das im Schlaf Angst hatte, und haben es gedemütigt. Also es ist, für mich ist es eine Befriedigung der eigenen Lust gewesen. Es klingt vielleicht komisch, aber ich kann es mir sonst nicht anders erklären, wie man mit diesen Kindern so umgegangen ist.
Daniel, Reinhard, Alexander und zwei Schwestern haben einen schwierigen Start ins Leben. Ihre Eltern sind nicht in der Lage, sich um die fünf Kinder zu kümmern. Daniel und Reinhard zeigen mir eines der Obdachlosenheime in Wien, in dem sie als Kleinkinder mit ihrer Mutter und ihrem Vater gelebt haben. Sie selbst haben keine Erinnerung mehr an ihre Eltern, sagen sie mir. Ihr wart 2 und 3 Jahre alt, als ihr von euren Eltern weggekommen seid. Was hat man euch denn erzählt? Warum? Wo wir von den Eltern weggekommen sind? Ja, angeblich Verwahrlosung. Wegen Verwahrlosung. Weil die Eltern selber nicht imstande waren, sich um uns zu kümmern. Selber, oder? Alkoholabhängig waren. Ja. Also, genau. Mehr oder weniger. Ja. Wie gesagt, arbeitslos auch. Ja. Und wir sind halt von einem Heim, also Obdachlosenheim, zum nächsten. Genau. 3, glaube ich, waren sie in der Zahl, oder? Ja. Und irgendwann hat das Jugendamt gesagt, das reicht. Warum sind die Kinder immer noch bei den Eltern? Ne? Die sollten eigentlich schon längst in totale, wie haben sie gesagt, totale Absorge oder was? Ne? Ja. Totale Jugend. Oder volle Absorge. Volle Gemeinde, genau. Oder, ja. Was wisst ihr über eure Eltern? Also der Vater ist gestorben, da war ich glaube 8. Da haben wir dann die Nachricht gekriegt irgendwann im Heim. Aber wir haben das ja noch nicht so verstanden. Und seit wir die Papiere vom Jugendamt haben, wissen wir auch mehr, also dass er halt wirklich umgebracht worden ist. Und die Mutter war halt dann eine Zeit lang immer wieder auf der Straße, hätte aber eine Wohnung gekriegt, wollte aber nicht. Und ich glaube, ja, sie hat halt dann schon aufgegeben, weil sie die Kinder halt nicht mehr gehabt hat. Ne? Weil für eine Mutter sind die Kinder alles. Wie der Vater gestorben ist, hat sie sich selber auch aufgegeben. Genau. Lebt man, die Mutter noch? Nein. Wann ist die? 2014? Oder, ja, da war ich glaube 14 oder 15. Ja, sowas, wo sie gestorben ist. Ja. Wir konnten ja nie Abschied nehmen von unseren Eltern. Das ist ja auch sowas. Ja. Unser Vater ist verstorben. Wir konnten nicht Abschied nehmen. Die Mutter ist verstorben, konnte es keinen Abschied nehmen. Wir haben nie unsere Großeltern kennengelernt. Tante, Onkel, was auch immer, falls die gibt. Ja, natürlich. Ich hätte auch keine Familie, ja, aber ich habe auch zeitweise das Gefühl, dass ich gar nicht familienfähig bin. Wir sind Familie. Genau. Ne? Alle fünf Geschwister werden 1991 durch die Stadt Wien im Edelhof im niederösterreichischen Rohrbach an der Gölsen untergebracht. Zu ihren Schwestern haben die Männer heute keinen Kontakt mehr. Die Mädchen hätten in der Zeit nach dem Kinderheim mehr Glück mit Pflegefamilien gehabt als sie selbst, erzählen sie uns. 10 Jahre lang waren die Kinder unter der Obhut der Nonnen. Im Auftrag des Amtes für Jugend und Familie der Stadt Wien, der MA11. Was werfen Sie der Stadt Wien vor? Der Stadt Wien werfe ich vor, dass Sie es gewusst haben. An die Stadt Wien sind immer wieder Beschwerden herangetragen worden. Die Stadt Wien hat auch die Obsorge, also die rechtliche Vertretung der Kinder, immer inne gehabt. Die Stadt Wien hat alle Kinder, dieses Heim, möchte ich nur dazu sagen, in diesem Heim waren ausschließlich Wiener Kinder untergebracht, kein einziges Kind aus Niederösterreich. Die Stadt Wien hat die Kinder dort abgegeben und hat sich aus der Verantwortung geschlichen. Ich konfrontiere die Stadt Wien mit den Vorwürfen. Die Pressesprecherin der MA11, Ingrid Pöschmann, lädt mich zum Gespräch in eine sozialpädagogische Wohngemeinschaft. Mit der Heimreform 2000 wurden die Großheime aufgelöst, die Kinder auf kleine Wohngemeinschaften aufgeteilt, die familienähnlich geführt werden. Eine Sozialpädagogin kümmert sich hier um 8 Kinder. Und da ist jetzt der Gang mit den Kinderzimmern. So ist es. Und jedes Kind hat sein eigenes Zimmer. Okay. Möchte ich Ihnen jetzt auch zeigen. Das sind Kinderzimmer wie in jeder anderen Familie auch. Kinder sollen sich wohlfühlen. Auch wenn sich in der Pädagogik der 90er Jahre im Vergleich zu heute viel verändert habe, sei der Edelhof von den Ordensschwestern schon damals als offene Einrichtung geführt worden. Sogenannte Sonntagseltern aus der Umgebung hätten sich um die Kinder gekümmert und Einblick in deren Leben gehabt. Auch eine Sozialarbeiterin und eine Psychologin der MA11 seien monatlich im Edelhof gewesen. Niemals sei ihnen gegenüber von Gewalt die Rede gewesen. Im Zuge dieser Klage haben wir uns eben die gesamte Dokumentation angesehen mit den Personen, die damals Kontrollen und Fachgespräche geführt haben, noch einmal telefoniert, um zu erfahren, was sagen sie jetzt dazu, dass solch schwere Vorwürfe erhoben werden. Diese Personen konnten uns diese Vorwürfe nicht bestätigen. Die haben das auch zum ersten Mal gehört.
Es wird Ihnen ja auch oft vorgeworfen, bei Kontrollen, die damals regelmäßig stattgefunden haben sollen, nie was gesagt zu haben. Warum haben Sie nichts gesagt? Konnten Sie sich überhaupt an wen wenden? Na, erstens einmal waren wir da viel zu jung. Zweitens einmal, ich würde einmal behaupten, dass man mit diesem Alter das noch gar nicht benennen kann oder das so beurteilen kann. Ja, also man weiß, man ist zwar geschlagen worden, aber da hast dann immer wieder verschiedene Menschen hier gehabt, aber wem sollst du dich denn anvertrauen? Also das. Wie wird so ein kleines Kind, das erlebt, dass wenn es nicht gehorcht und nicht sagt, dass alles in Ordnung ist, das so gestraft worden ist, das soll dann sagen, ich wurde misshandelt gestern Abend? Was ist das für eine Aussage? Ja? Und natürlich hat man gelernt, sich zu arrangieren, wenn die wissen, das ist ihre Welt. Die haben ja nur diese Welt kennengelernt in diesen 10 Jahren. Für die ist das dann normal. Und oft ist es so, ganz oft, dass sie erst viele, viele Jahre später, wenn sie hören, hey, das ist ja gar nicht normal, dass sie sich überhaupt sich trauen, sich dem zu stellen, weil das so schmerzhaft ist. Was könnte die Motivation dieser jungen Männer sein, hier die Unwahrheit zu sagen? Das müssen Sie diese 3 Männer fragen. Außerdem ist es deren Geschichte. Wenn diese Männer das aus ihrer Sicht so erlebt haben oder sagen, das ist meine Geschichte und ich möchte diese Geschichte jetzt erzählen, dann ist das auch so in Ordnung. Das Gericht prüft jetzt. Anstatt sich hinzustellen und sagen, es ist furchtbar, was diesen jungen Menschen passiert ist, die kein normales Leben, die nicht ins Leben zurückgefunden haben, stellt man sich noch hin und bezichtigt sie als Lügner. Treffen die neuerlichen Gewaltvorwürfe die Verantwortlichen wirklich aus heiterem Himmel? Bei der ehemaligen Kinderannahmestelle im 9. Bezirk wurde im Jahr 2016 eine Gedenktafel für die Opfer von Gewalt in den Einrichtungen der Wiener Wohlfahrt angebracht. Im Zuge der Aufarbeitung des schockierenden Unrechts, das Kindern in Kinderheimen und bei Pflegeeltern zwischen 1945 und 1999 angetan wurde. Der Weiße Ring unter Präsident Udo Jesionek war damit betraut, eine Untersuchungskommission zusammenzustellen. Die Stadt Wien entschädigt 2.384 Betroffene und ermöglicht ihnen Therapie. Insgesamt stellt die Stadt 53 Millionen Euro zur Verfügung. In welchem Geist haben diese Heimleiter, Erzieherinnen und Erzieher gehandelt? Also es war ja damals keinerlei Anstellungserfordernis. Man hat irgendwelche Leute genommen. Es waren eine ganze Menge alte Nazis dabei, das war ganz typisch. Und gewisse Dinge haben wir noch akzeptiert, dass man aufessen muss, dass man stehen muss. Und also ein paar Watschen, ich habe Kinder auch Watschen gekriegt in der Schule noch, bin ja noch in der NS-Zeit in die Schule gegangen. Ne? Das war ganz normal und das hat man gedacht, ja, mal eine Watschen gekriegt vom Lehrer. Oder ich musste die Hände so ausstrecken und mit dem Lineal drauf, das war nicht sehr angenehm. Ne? Also diese Dinge haben wir noch irgendwo beiseite geschoben und gesagt, das war damals Erziehungsstil, aber dann kamen dann auch Sachen raus, die jenseits alles Verständlichen sind. Insgesamt liest die Kommission 6.000 Akten und führt tausende persönliche Gespräche. Von 119 genannten Heimen belegt der Edelhof in Rohrbach an der Gölsen im Abschlussbericht Platz 22, wenn es um die Nennung von Gewalt geht. Waren Sie überrascht von der Dimension? Sehr, sehr. Also ich habe, wie ich ursprünglich gefragt wurde, ob der Weiße Ring das übernehmen würde, haben wir gedacht, da werden ein paar Fälle sein. Wenn ich gewusst hätte, was für Dimension das annimmt und was das uns letztlich dann belastet auch. Ich weiß nicht, ob ich gleich ja gesagt hätte. Ne? Also ich habe ja eine Routine, ich war 40er Richter und habe ziemlich viel erlebt und habe mich auch sehr viel mit meinen Häftlingen beschäftigt. Aber es war grausig und das ist, diese Perversitäten, es ist mir unbegreiflich, wie normale Menschen an wehrlosen Dingen so Perversitäten begehen können. Schwestern, große Schwestern, ja. Ludwig Lukas ist eines der Opfer. Der 67-Jährige hat von der Stadt Wien und von der katholischen Kirche je 25.000 Euro erhalten und bekommt monatlich 365 Euro Heimopferrente. Ludwig Lukas war in mehreren Heimen der Stadt Wien. Am schlimmsten war es im Edelhof, erzählt er uns. Was waren da Erziehungsmethoden? In Summe. Da hat es einen riesen Ameisenhaufen gegeben. Und die Schwestern, die
wo man sagt, die sind echt stark, ja. Die waren ja beleibt, ja. Die haben ein gutes Essen gehabt. Und haben mich dann zu viert in einen Ameisenhaufen gewälzt. Das waren solche Ameisen, die großen Ameisen. Ich habe einen Schock gehabt. Da hat es einen Keller gegeben und da hat es ein Gestell gegeben, ungefähr 1,50, 1,70 hoch und eine Eisenhose. Und da wurde ich nackt, so ungefähr mit 4 Jahren, 5, nicht ganz 5 Jahre, wurde ich hineingesteckt, also nackter. Und die Kellertür wurde verschlossen und dann hat es geheißen, der schwarze Mann kommt. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe mich nicht nur abgewischt von unbesunden, auch gegackt und das war furchtbar, furchtbar. Und dann hat es einen eigenen Besen gegeben, ja, mit einer, den haben sie kaut 50 Mal am nackerten Hintern. Es wurde auch später gesagt, ja, naja, das so schlimm wird es nicht gewesen. So, okay. Wieso wissen Sie genau, dass das so viel war? Ich habe es zählen müssen. Ludwig Lukas hat als Zeuge im Prozess der drei Brüder ausgesagt. Bei diesen seien in den 90er Jahren teilweise noch dieselben Schwestern am Werk gewesen wie bei ihm in den 60er Jahren. Warum sollen sie sich geändert haben, fragt er sich. Ludwig Lukas ganzes Leben ist geprägt von Selbstzweifeln. Es fällt ihm schwer, anderen Menschen die Liebe zu geben, die er nie bekommen hat. Wenn Sie das beschreiben als Kind, welche Gefühle waren da ständig präsent? Die Emotionen waren immer, es ist immer Anspannung und Angst. Ich hätte mir einmal gewünscht, als Kind einmal richtig so lachen zu können. Und meine Frau, die Claudia, sagt immer, naja, ich bin so, ja, kannst nicht lachen oder irgendwie. Es wurde mir genommen. Man hat mich so gedemütigt und ja, was wissen, du bist eine Minderheit, du hast da keine Eltern, wer bist denn du? Ja. Ich war ein wertloses Kind. Ja. Ja. Man könnte einfach anfangen zu weinen, weil es ganz einfach wehtut. Was ist denn neben der finanziellen Entschädigung wichtig für die Opfer? Na, am allerwichtigsten war, dass man ihnen geglaubt hat. Nie hat einer erzählt davon, dass im Heim was passiert ist, obwohl es gewesen sein muss. Wie wir die Leute gefragt haben, warum hätte er keinen Sinn gehabt, man hätte uns ja nicht geglaubt. Das waren eine ehrenwerte, Klosterschwester, Pfarrer, Erzieher, waren eine ehrenwerte Leute. Und die paar, die was gesagt haben, sind ja dann noch mehr malträtiert worden. In der Rohrbach haben wir sie ausstehen müssen, ist die ganze Delegation gekommen. Vorher habe ich noch Hebe gekriegt, Urfänger und das, dann habe ich mich putzen müssen, das Blut weggeputzen, haben sie mich umgestriegelt, ja, eigentlich, dass ich gut ausschaue. Und dann hat sie die irgendwie von der Politik, na, wolltest du was sagen, kleine Ludi, wolltest du was sagen? Nein, ich habe mich gar nicht getraut, weil wir hätten was gesagt, wir hätten schon können, ja. Aber die Angst war viel zu groß, ja, dass etwaig was herauskommt. Ludwig Lukas wird 1956 in Wien geboren. Er ist, wie er erzählt, das Ergebnis einer Affäre seiner Mutter, als ihr Mann im Ausland ist. Er ist ihr 12. Kind. Bastard einer Hure nennt man ihn. Erst als Jugendlicher lernt er seine Mutter kennen. Haben Sie jemals Beziehung zu Ihrer Mutter gehabt? Kurz. Ja, kurz. Für mich wäre es besser gewesen, sie nie kennenzulernen. Was ist passiert, als Sie Ihre Eltern kennengelernt haben? Ich habe mir gedacht, ich kann endlich meine Mama mal um den Hals fallen. Meine Schwestern sind gestanden, haben mir angeschaut, wie wenn ich da ein Außerirdischer war. Meine Mutter ist gesessen auf einem roten Tisch, auf dem Stockerl, hat gerade Kartoffel geschaut. Ich will hingehen, ich will ein Puzzle. Ich brauch das nicht. Warum kommst du nicht weiterher? Ich war so schockiert. Ich habe gesagt, um Gottes Willen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, nein, das ist, ich will wieder zurück ins Heim und bin dann wieder zurück. Weil dort habe ich meine Freund gehabt. Aber trotzdem habe ich sie begraben, weil sie meine Mutter war. Und ich habe ihr trotzdem verziehen.
obwohl sie dann auch zu mir sehr grausam war. Aber ich habe verziehen. Und das ist gut. Ludwig Lukas malt, er spielt Klavier. All das hat er sich selbst beigebracht. Er fragt sich oft, wo er heute stehen würde, hätte man seine Talente gefördert. Auch wenn er die Geister seiner Kindheit nie losgeworden ist, im Gegensatz zu vielen seiner Mitzöglinge ist er nicht zerbrochen. Er arbeitet als Maler und Anstreicher, bis er mit 37 wegen eines Hüftleidens in Frühpension muss. Wenn Sie sich heute anschauen, was ist aus Ihnen geworden? Ich bin ein guter Mensch, weil ich ganz einfach, das Leben ist zu kostbar und auch so schön. Es gibt so schöne Dinge, ja. Und ich hoffe, dass ich 100 Jahre, man kann mir nicht mehr wehtun im Leben. Ich habe schon so viel erlebt. Es gibt nichts mehr, was man eigentlich noch schaden könnte. Aber muss mich ein bisschen erfangen. Ja. Ist nicht so einfach. Nein, das ist ja. Daniel und Reinhard können nach ihrer Zeit im Edelhof nie richtig Fuß fassen. Beide kommen zu Pflegefamilien, finden aber nie die Geborgenheit, die sie sich wünschen. Die Pflegeeltern seien mit ihnen überfordert gewesen. Schließlich hätten sie nie gelernt, was Familie ist. Daniel beendet seine Lehre als Kfz-Mechaniker erfolgreich. Reinhard bricht die Lehre zum Landschaftsgärtner ab, schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Bei was für Dingen haben Sie gemerkt, dass Sie im Leben nicht so funktionieren, wie Sie gern funktionieren würden? In der Arbeit. Hauptsächlich in der Arbeit. Also ich habe immer am Arbeitsplatz immer wieder auch Wutausbrüche und so gehabt. Vor allem, wenn jemand schroff mit mir geredet hat oder was, habe ich gleich Konter gegeben. Weil man hat das ja schon zur Genüge gehabt. Und dann lässt man sich das halt nicht mehr so gefallen irgendwann. Ne? Ja, nicht nur die Arbeit. Ne? Also ja. Familie, Beziehung. Man ist eigentlich, ich sage immer dazu, man ist nicht gesellschaftsfähig. Ja. Ja. Die Leute so lassen dich das ja auch spüren. Ja? Du bist anders. Du hast Probleme. Man sieht ja die anderen Menschen, wie die Kontakte knüpfen, wie die Freundschaften pflegen und so weiter. Und wird dadurch noch trauriger. Ja. Wenn man das auch gerne hätte. Ich habe im Bericht gelesen, im psychiatrischen Gutachten, dass da ja Alkohol dann auch ein Problemlöser ist. Ja, was soll ich sagen? Das ist mein ständiger Begleiter eigentlich. Es war halt so, es gibt Phasen, da kann ich das abstellen. Aber und mich halt zum Beispiel in den Sport retten, dann gibt es ja Phasen, wo es einfach nicht mehr geht. Ne? Und dann rutsche ich wieder ab in den Alkohol. Und ich habe halt für mich erkannt, dass egal wo ich hingehe, egal was ich mache, das verfolgt dich halt. Ein Sachverständiger attestiert den Männern in einem psychologischen Gutachten eine komplexe traumatische Belastungsstörung und eine andauernde Persönlichkeitsveränderung. Der soziale Rückzug aufgrund der dargestellten Misshandlungen ist allgegenwärtig. In der Folge trat auch Drogenmissbrauch auf. Obdachlosigkeit war die Folge. Gewalttätige Beziehungen zu Frauen waren keine Seltenheit. Straffälligkeit und Vorstrafen folgten auf dem Fuß. Die hier beschriebenen Störungen sind dauerhaft und endgültig. Ich besuche Reinhard in seiner Wohnung im 3. Bezirk. Hallo, servus. Guten Morgen. Aufgrund seiner Berufsunfähigkeit hat er die Frühpension beantragt. Das sind ungefähr 26,7 Quadratmeter. Ja. Sein Bruder Daniel ist schon in Frühpension. Wie würden Sie Ihr Leben beschreiben in der Wohnung? Naja, ziemlich, ja, ziemlich einsam eigentlich. Ja. Also ich, bis auf meinen Kontakt mit den Brüdern lebe ich eigentlich alleine. Und ja, man macht halt das Beste draus. Sie haben mir von Schlaflosigkeit erzählt, Sie haben mir von Gewaltausbrüchen erzählt. Ja. Wann kommen die?
wenn das halt wieder hochkommt von früher alles, ja, was mir passiert ist und so, dann kommen diese Wutausbrüche, diese Schlaflosigkeit, viel Nachdenken, ja, und wie es im Leben halt weitergeht. Ne? Ich liege im Bett und wache in der Nacht auf und glaube, jemand steht neben mir, so wie es im Heim war, ne? Wo es die zu 4000 Bett zahlt haben und die Garderobe dann verprügelt haben, ne? Zum Beispiel. Ich schlag da auf die Möbel ein oder so. Ja. Oder wie zum Beispiel da hinten, dieser Türstock. Da habe ich oft mit dem Ellbogen draufgeschlagen. Ne? Also halt so. Das ist ja richtig massiv, da ist ja die Mauer herausgebrochen. Ja, ne? Aber da verletzen Sie sich ja auch selber. Ja, aber ist mir in dem Moment eigentlich egal. Aber das heißt, dass in diesem Moment Ihrer Wut eigentlich der seelische Schmerz größer ist wie das körperliche Leid, das genau Sie sich so selber ist es zufügen. Ja, richtig. Stimmt. Ja, und man kann ja auch hier noch sehen, also das ist, da geht es ja noch weiter, ne? Das Mauerstück. Also das schaut hier noch schlimmer aus als da vorne. Ja. Ich habe mich aber trotzdem durchkämpft irgendwo, habe meine erste Wohnung gekriegt, habe meine erste Arbeitsstelle bei Mercedes gekriegt. Da hat das Leben noch gepasst. Führerschein gemacht, aber mit 25 hat es irgendwie angefangen, dass irgendwie alles Bach untergegangen ist. Ich bin aggressiver geworden, ich habe mich geschlagen mit Leuten, ich habe angefangen zu trinken, sehr viel zu trinken. Und seither geht es eigentlich nur noch bergab. Und dann habe ich mir sehr viele Fragen über mein Leben gestellt. Sie waren auch Frauen gegenüber gewalttätig? War ich, ja. Wie rechtfertigen Sie das vor sich selber? Überhaupt nicht. Das tut mir extrem leid. Aber es ist halt, wenn ich kann das nicht leiden, wenn mir eine Frau anschreit oder was, ja? Oder mich einengt. Oder wenn mich überhaupt wer einengt. Ja? Ich weiß, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Ja? Dass ich ein Problem habe. Haben Sie Therapie schon gemacht? Ich mache eine Therapie, ja. Ich bin in Behandlung, ja, deswegen. Die Psychotherapeutin Elia Braganja meint, den Kindern sei im Heim die Lebensenergie genommen worden. Sie hätten nie Methoden gelernt, schwierige Situationen zu meistern. Jedes neue Scheitern löse Selbsthass und Aggression aus. Die Gewalt, die sie im Heim durch Frauen erlebt hätten, erkläre auch ihren Umgang mit Frauen. Na, was macht das mit Ihnen als Erwachsene? Das macht dann, dass wenn sie hilflos sind, sie wie die meisten Männer auf der Straße, wenn sie hilflos sind, was machen sie? Sie sehen die Frauen als Objekte, demütigen sie, degradieren sie, schauen, dass sie die Kontrolle über die Frauen haben, weil das gibt ihnen zumindest ein bisschen ein Gefühl der Sicherheit. Und wenn diese Frauen nicht funktionieren, was machen sie, was sie gelernt haben? Wieder demütigen, schlagen, ausnutzen. Das ist das Muster, das sie gelernt haben. Hätten sie mehr gelernt von ihren anvertrauten Müttern, ja? Dann hätten sie überhaupt diese Lösung gar nicht nötig. Dann würden sie respektvoll umgehen mit den Frauen. Wie ich jetzt frage, wer sind Sie? Wie würden Sie sich selber beschreiben? Tja, als Ungustl eigentlich. Ja, so ein guter Typ. Ein Mensch, den man nicht gern um sich hat. So würde ich mich um beschreiben. Tut es weh? Man lernt damit umzugehen. Man lebt einfach so. Ich lebe schon mein ganzes Leben so alleine. Ich mache meine Sachen. Können Sie Berührung, Zärtlichkeit ertragen? Ich kann damit nichts anfangen, wenig. Also, ja, also so eine Freundin annehmen oder das Trösten, oder das ist nicht meins. Ne? Also da bin ich komplett gefühlskalt, also sage ich selber. Mir fällt es halt auch schwer, andere zu trösten oder dass man selber mal sich wem anvertraut oder was. Aber ich denke in dem Moment halt immer, ich will niemandem zur Last fallen. Ja. Können Sie getröstet werden, in den Arm genommen werden? Nein, das will ich gar nicht. Wie gesagt, das mache ich immer mit mir selber aus.
Falls das Gericht bei der Stadt Wien eine Mitschuld sieht, hat diese angekündigt, Regressforderungen an das Land Niederösterreich zu stellen. Man habe schon darauf vertrauen können, dass das Heim den niederösterreichischen Rechtsvorschriften entsprach. Das Land Niederösterreich antwortet im Gerichtsverfahren, bei den Kontrollen mindestens einmal im Jahr seien keine Missstände festgestellt worden. Die von den Klägern behaupteten Dauerfolgen seien nicht auf den Heimaufenthalt zurückzuführen. Es heißt: Aus den vorhandenen Unterlagen ergibt sich, dass beim Kläger bereits vor der Aufnahme in der Einrichtung eine Minderbegabung sowie Auffälligkeiten bestanden haben. Diese lassen sich auf eine Vernachlässigung bzw. möglicherweise auch auf Gewalt in der leiblichen Familie zurückführen und nicht durch den Aufenthalt im Edelhof. Muss ich aber tief durchatmen. Natürlich ist es so, dass diese 2 oder 3 Jahre prägend auch sind, nicht? Also das, da gibt es gar nichts. Aber deswegen werden sie ja weggenommen. Und deswegen werden sie ja in Institutionen getan, die ihnen beibringen, mit diesen Wunden umzugehen, sie zu stärken, neue Lösungen zu finden. Und es ist so, dass man Traumata gut machen kann. Man kann gute Strategien entwickeln, dass die nicht mehr so das Leben zerstören in der Gegenwart. Und da haben die versagt, vollkommen. Weil was sie draufgesetzt haben, ist noch einmal noch viel schlimmer, nämlich demütigen vor Fremden. Das ist ja noch einmal Ärger. Vorher waren die ja gewohnt, okay, wir sind in der Familie und wir haben schon gewusst, wie da der Terror abläuft. Aber hier wird noch einmal der Terror verstärkt und vor anderen die Demütigung erzeugt. So, Kinder, wer will mitspielen? Ich hab schon gedacht. Du? Ich? Zurück in der sozialpädagogischen Einrichtung in Wien. Die kleinen, familienähnlich geführten Wohngemeinschaften sind wesentlich weniger anfällig für Gewalt und Machtmissbrauch. Darüber hinaus wurden in den vergangenen 20 Jahren die Kontrollmechanismen verschärft, von außen und von innen. Auch die Ausbildungsstandards von Betreuerinnen und Betreuern sind nicht mehr vergleichbar mit damals. In der gesamten Pädagogik gilt heute das Prinzip der Partizipation. Kinder werden in den Entscheidungsprozess mit eingebunden. Die sprechen mit, die sagen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Das beginnt schon an dem Tag, wo wir mit der Familie in Kontakt treten und ansprechen, dass es eine Meldung gegeben hat und wir uns jetzt anschauen müssen, wie lebt das Kind, wie lebt die Familie gemeinsam und wie können wir gemeinsam eine herausfordernde Situation auch gut gestalten. Und jetzt sind Sie ins Theresienbad oder wohin? Die Kongregation der Schwestern zum armen Kind Jesus betreiben unter dem Namen der Ordensgründerin Clara Fay weiterhin Wohngemeinschaften, Kindergärten und Schulen. Aufgrund mangelnden Nachwuchs sind die Ordensschwestern nicht mehr in der Betreuung von Kindern tätig. Die Stadt Wien versichert mir, dass alle Einrichtungen den neuesten sozialpädagogischen Standards entsprechen. Reinhard und Daniel sind gerade wieder einer hohen Belastung ausgesetzt. Der Prozess, die Dreharbeiten, die Erlebnisse ihrer Kindheit sind jetzt noch präsenter als sonst. Jetzt sind Sie ja beide sehr jung, 35 und 36. Jetzt kriegen Sie, Sie wollen diese Entschädigung haben. Was hätten Sie denn dafür einen Plan? Also, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Ich würde gern aufs Land ziehen, ich würde gern eine nette Frau haben, vielleicht 1, 2 Kinder oder 3 Kinder auch, wie auch immer. Ich wäre meinen Kindern ein guter Vater und ja. Und Sie, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, meine Zukunft. Ruhig auf jeden Fall. Ruhig und vor allem, dass ich mit mir selbst irgendwo schaffe, ins Reine zu kommen.
Nachdem unsere Recherchen in den letzten Tagen öffentlich geworden sind, haben uns weitere ehemalige Heimkinder geschrieben. Einige haben Ähnliches erlebt, andere berichten von einer schönen Kindheit im Edelhof. Abgesehen davon, dass alle beklagten Parteien die Vorwürfe bestreiten, sind sie der Meinung, die Vorwürfe seien verjährt. Das Gericht hat angekündigt, jetzt in einem ersten Schritt zu entscheiden, ob und in welchem Fall das tatsächlich zutrifft. Wir werden weiter berichten. Und wir schauen jetzt noch kurz ins Studio der ZIB 2.